Hallo Edelmetallfreunde, Freunde der Wahrheit. Sie haben hoffentlich einen schönen Feiertag gestern genossen. Hier sind wieder ein paar Top-News für Sie. Worum geht's heute? Eine neue Bankenkrise könnte uns drohen. Dann weitere Infos zum Pipeline-Krimi. Differenzbesteuerung bei Silber schreckte neulich auf. Auch hier einiges. Am Ende habe ich noch merkwürdige Aktionen der Chinesen, die weltweit Polizeistationen errichten. Wir fangen aber an, diesmal nicht mit C19, sondern mit Karl Lauterbach selber. Als erster Bundesminister hat Karl Lauterbach davon gesprochen, dass sich Deutschland im Krieg mit Kreml-Machthaber Putin befinde. Auf Twitter reagierte der Bundesgesundheitsminister damit auf den Vorschlag des Philosophen Brecht, dass einzelne NATO-Staaten Russland garantieren sollten, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen werde. So solle der Boden für Verhandlungen zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen das Land bereitet werden, hatte Brecht im Podcast Geier und Niesmann des Redaktionsnetzwerkes Deutschland erklärt. Mal ehrlich, was sollen denn jetzt Kniefälle vor Putin bringen, fragte Lauterbach daraufhin. Wir sind im Krieg mit Putin und nicht seine Psychotherapeuten. Es muss weiter konsequent der Sieg in Form der Befreiung der Ukraine verfolgt werden. Manche scheinen wirklich nicht zu wissen, was sie reden. Kommen wir zur möglichen Bankenkrise. Schwerwiegende Risiken für die Finanzstabilität. Den Finanzaufsehern der Europäischen Union wird angesichts der sich wegen Inflation, Krieg und Energiekrise verstärkenden Risiken im Finanzsystem langsam mulmig. Am Donnerstag gab der Europäische Ausschuss für Systemrisiken daher eine allgemeine Warnung heraus, die erste, seit das Gremium infolge der Finanzkrise 2010 eingerichtet wurde. Der ESRB habe eine Reihe schwerwiegender Risiken für die Finanzstabilität festgestellt, die gleichzeitig eintreten könnten, wodurch sie sich gegenseitig beeinflussen und ihre Auswirkungen verstärken. Die jüngsten geopolitischen Entwicklungen hätten die Wahrscheinlichkeit von Tail-Risk-Szenarien noch erhöht, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Verfall von Immobilienpreisen droht. Steigende Energiepreise und die knappe Energieversorgung führten zu Bilanzstress für Unternehmen und Haushalte. Die unerwartet hohe Inflation wiederum zu einer Verschärfung der Finanzbedingungen. Auch die Gefahr eines Verfalls von Assetpreisen, insbesondere im Immobilienbereich, sei schwerwiegend. Der ESRB ruft deshalb Aufseher und Marktteilnehmer auf, sich auf das Eintreten von Restrisikoszenarien einzustellen. Also Szenarien, die im Allgemeinen als sehr unwahrscheinlich gelten. Holger Czepetz mit einer Grafik, die zeigt, dass der Stress zunimmt, und zwar die Kreditausfallversicherungen für die Credit Suisse und Deutsche Bank steigen. Noch ein Artikel zur Credit Suisse dazu. Dramatischer Kurseinbruch der Credit Suisse Aktie. So haben Gerüchte und Falschmeldungen auf Social Media den Zerfall angetrieben. Wie lange kann das noch gut gehen? Diese Frage stellten sich am Montag Anleger und Analytiker weltweit, nachdem die Absicherungskosten für Kreditausfallrisiken der Großbank Credit Suisse einen neuen Rekordwert erreicht hatten, weit über dem Höchstwert aus der Finanzkrise 2008. Noch nie hat es so viel gekostet, sich gegen den Ausfall eines CS-Schuldpapiers abzusichern. Gleichzeitig ist der Aktienkurs der Bank vorübergehend um mehr als 10% gefallen. Bis am Ende des Handelstages erholte sich der Kurs zwar wieder deutlich. Bei Börsenschluss befand er sich nur noch knapp 1% im Minus, aber immer noch unter der Marke von 4 Franken. Das ist weniger als halb so viel wie vor einem Jahr. Die Anleger sind nervös, weil die Führung der Großbank erst am 27. Oktober über ihre anstehende strategische Neuausrichtung informieren will. Erst dann will der neue CEO Körner seine Restrukturierungspläne präsentieren und offenlegen, ob und welche Teile der Bank verkauft werden sollen. Sorgen bereitet den Anlegern insbesondere die Aussicht, dass die CS eine Kapitalerhöhung durchführen könnte, welche den Wert der ausstehenden Aktien verwässern würde. Die Spekulationen könnten laut Venditti potenziell zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden und die Kapitalerhöhung notwendig machen, sollten CS-Kunden aufgrund der Gerüchte das Vertrauen in die Bank verlieren und ihr Geld abziehen. Diese Swaps sollte man genau beobachten und wir wissen, dass mit den Zinserhöhungen die Bonds unter Druck geraten. In England hatten wir neulich diesen Fall und das bringt natürlich auch die Banken unter Druck. Zur Energie- und Wirtschaftskrise. Explosive Neuigkeit zum Nord Stream Gasleck. CIA warnte vor Anschlag der Ukraine. Tagelang hat die internationale Presse über die CIA-Warnung an Berlin berichtet. Wie auch im Express nachzulesen war, soll der US-Geheimdienst laut Spiegel die deutsche Bundesregierung bereits im Sommer vor Anschlägen auf die Gaspipeline Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee gewarnt haben.
Was bisher untergegangen ist, vor welchem Szenario warnt der CIA konkret? Oder besser gesagt, vor wem? Wer könnte gemäß den Amerikanern ein möglicher Drahtzieher sein? Alle dachten automatisch an die Russen. Nun stellt sich heraus, um die ging es gar nicht. Ein kleiner Absatz in seinem sehr langen englischsprachigen Spiegelartikel schafft nun Klarheit. Folgendes war demnach geschehen. Der CIA hatte die Russen abgehört und dabei mitbekommen, wie sie eine Befürchtung geäußert haben. Kiew soll einen Anschlag auf die Pipelines planen. Die Ukrainer sollen sogar versucht haben, in Schweden ein Boot zu diesem Zweck zu mieten. Der US-Geheimdienst stufte das Szenario als nicht sonderlich wahrscheinlich ein. Dennoch hat er laut Spiegel beschlossen, diese Information an die Deutschen weiterzugeben. Wer es letztendlich war, wissen wir immer noch nicht. Noch ein interessanter Linkhinweis für Sie finden Sie mit in der Beschreibung. Und auch wenn es so aussieht, als wäre jetzt Nord Stream 1 und 2 unbrauchbar, es scheint doch noch etwas möglich zu sein. Der Druck in den beschädigten Nord Stream Gaspipelines hat sich nach Angaben von Gazprom stabilisiert. Der Druck in Leitung A von Nord Stream 2 und in beiden Strängen der Nord Stream 1 Gaspipeline hat sich nach den Brüchen stabilisiert und die Gasaustritte wurden gestoppt, heißt es in der Erklärung. Gazprom arbeitet daran, den Druck im unbeschädigten Strang B der Nord Stream 2 Gaspipeline zu reduzieren. Zu diesem Zweck pumpt das Unternehmen das Erdgas aus der Leitung. Dadurch kann die Integrität des B-Stranges sicher überprüft und das Umweltrisiko möglicher Gaslecks verringert werden, heißt es in der Erklärung. Sollte die Entscheidung getroffen werden, mit den Lieferungen über den B-Strang von Nord Stream 2 zu beginnen, wird das Erdgas in die Pipeline gepumpt, nachdem die Integrität des Systems überprüft und diese Möglichkeit von den Aufsichtsbehörden bestätigt wurde, teilt Gazprom mit. Es scheint also noch nicht alles zu spät zu sein. Warten wir mal, was die Bundesregierung draus macht. Damit kommen wir zum Silber. Zuvor aber danke an unseren Videosponsor Fortuna Silver, die gerade ihre vierte Mine im Bau haben und die Zahlen, wer meinen Kanal verfolgt, der weiß das, die sehen durchaus gut aus. Werfen Sie einen Blick drauf, weitere Infos in der Box. Also was ist beim Silber los? Zunächst einmal, die Bestände an registriertem Silber nehmen weiter ab. Wir lesen hier, dass das registrierte Silber an der COMEX auf den niedrigsten Stand seit 23. Oktober 2017 gefallen ist. Open Interest beträgt derzeit 1549% des registrierten Silbers. Was war nun mit der Differenzbesteuerung? Ausgelöst wurde das alles durch ein Video von Tim Schieferstein und Mark Friedrich. Finden Sie in der Beschreibung hier ein aktueller Artikel dazu. Schlechte Nachricht für Silberanleger. Das Bundesfinanzministerium schafft die Differenzbesteuerung auf Silbermünzen ab, die nicht aus der EU stammen. Die preislichen Vorteile, die sich bislang beim Kauf von Silber Maple Leaf, Känguru, Kiwi oder Krügerrand ergaben, fallen weg. Die Silbermünzen werden dadurch auf einen Schlag 11% teurer. Das Bundesfinanzministerium macht in einem Schreiben an die obersten Finanzbehörden der Länder geltend, dass die Differenzbesteuerung für Silbermünzen abzuschaffen ist, die aus Ländern außerhalb der EU stammen. Noch ist das Schreiben nicht auf den Seiten des BMF veröffentlicht. Doch bestätigte das Ministerium die Regelung. Gemäß dem internen Schreiben des BMF von Ende September soll ab sofort für alle Silbermünzen der volle Umsatzsteuersatz von 19% gelten, wie bisher schon für Silberbarren. Eine Ausnahme besteht lediglich für Sammlermünzen, deren Wert mehr als 250% über dem Materialpreis liegt. Auch bei den Edelmetallhandelsunternehmen sorgt die Entscheidung des BMF für Unzufriedenheit und Verunsicherung. Wir sind über den Kurswechsel des Bundesfinanzministeriums enttäuscht, so Raphael Scherer, Geschäftsführer bei Philoro. Solange es bei diesem internen Behördenschreiben bleibt, ändern wir an den Verkaufspreisen nichts. Wir warten auf eine offizielle öffentliche Bekanntgabe. Und das ist genau der Punkt an dieser Geschichte. Es gab keine öffentliche Bekanntgabe. Also dieses interne Schreiben wurde publik gemacht und hat damit quasi dieses Chaos ausgelöst und die Händler dazu veranlasst, ihre Preise drastisch anzuheben, um der neuen Regelung schon jetzt zu entsprechen. Also pures Chaos. Vorletztes Thema auf dem Weg zur Hyperinflation. Immer mehr geht es tatsächlich in diese Richtung. Gaspreisbremse im Energiekrieg. Scholz kündigt 200 Milliarden Abwehrschirm an. Die 200 Milliarden Euro würden als weitere neue Schulden in den Schattenhaushalten aufgetürmt. Also man löst die Energiekrise natürlich nicht, sondern macht noch mehr Schulden. Und das macht vielleicht sogar Sinn, denn wenn Sie sich angucken, Italien, Frankreich, Griechenland, diese Länder haben viel mehr Schulden im Verhältnis zum BIP
Vielleicht hat man in Deutschland endlich begriffen, dass Sparen nur auf unsere Knochen völlig sinnlos ist und geht jetzt all in im Endgame. Und noch etwas spricht für eine stark steigende Inflation, und zwar weltweit. Die ersten Notenbanken rudern zurück. Die australische Zentralbank hat ihren Leitzins zum sechsten Mal in den letzten Monaten angehoben, um die Inflation einzudämmen. Die RBA hob am Dienstag, heute, ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,6% an. Die Erhöhung war halb so hoch wie von den meisten Prognostikern vorhergesagt, was den australischen Dollar um etwa einen halben Cent auf 64,6 US-Cent fallen ließ. Aber die folgende Meldung im Wall Street Journal liefert den Regierungen die Vorlage bzw. die Begründung, mit den Zinserhöhungen aufzuhören und weiter Geld zu drucken. UN fordert die Fed und andere Zentralbanken auf, Zinserhöhungen zu stoppen. Die US-Notenbank und andere Zentralbanken riskieren, die Weltwirtschaft in eine Rezession zu stürzen, gefolgt von einer längeren Stagnation, wenn sie die Zinssätze weiter anheben, so eine UN-Organisation am Montag. Die Warnung kommt inmitten wachsender Unruhe über die Eile, mit der die Fed und ihre Kollegen die Kreditkosten erhöhen, um die steigende Inflation einzudämmen. Die indische Zentralbank erklärte am Freitag, die Weltwirtschaft stehe nach der Covid-19-Pandemie und dem Einmarsch Russlands in der Ukraine vor einem dritten großen Schock. Mehr kann man bei dem Bezahlartikel leider nicht lesen, aber Sie wissen, wo es hingeht. Wenn die UNO das fordert, kann man sich doch nicht widersetzen, oder? Letztes Thema: Chinesen. China hat Polizeistationen in den USA und Kanada eröffnet, um chinesische Bürger zu beobachten. China hat weltweit Dutzende von Übersee-Polizeidienststellen eröffnet, um seine im Ausland lebenden Bürger zu überwachen, darunter einen Standort in New York City und drei in Toronto. Diese Operationen umgehen die offizielle bilaterale polizeiliche und rechtliche Zusammenarbeit und verletzen die internationale Rechtsstaatlichkeit und können die territoriale Integrität in Drittländern verletzen, die an der Einrichtung eines parallelen Polizeimechanismus mit illegalen Methoden beteiligt sind, heißt es in einem Bericht von Safeguard Defenders, einer Menschenrechtsorganisation, der Anfang des Monats veröffentlicht wurde. Der Bericht mit dem Titel 110 Overseas Chinese Transnational Policing Going Wild, chinesische grenzüberschreitende Polizeiarbeit läuft Amok, beschreibt Chinas umfangreiche Bemühungen zur Bekämpfung von Betrug durch seine im Ausland lebenden Bürger, unter anderem durch die Eröffnung mehrerer Polizeistationen auf fünf Kontinenten. Die meisten dieser Polizeistationen befinden sich in Europa, wo sie in Städten wie London, Amsterdam, Prag, Budapest, Athen, Paris, Madrid und Frankfurt zu finden sind. Seltsame Entwicklung. Noch das Zitat. Das war's für heute. Wir sehen uns bestimmt am Freitag nochmal. Ihnen eine gute Restwoche. Bis dann. Tschüss. Thank you.